In the morning. Ich bin die verrückte Ente und wir sind hier bei einem Reaction-Video. Wir reagieren auf das neue Diary News Heyday-Video und besprechen die Sachen, die da kommen, gezeigt werden. Sommer-Update halt, ne? Sommer-Update. Wir können jetzt Essen ziehen. Ah, da waren sie. So. Da haben wir schon das erste Bild, und zwar die Buchstaben. Ich habe heute schon ein Mitgliedervideo gemacht, da habe ich über die Buchstaben geredet. Ich wusste auch nicht, dass ich jetzt noch ein Video machen werde, vor allem ein Reaction-Video, das hätte ich nicht gedacht. Auf jeden Fall fand ich die Buchstaben super, auch wenn es aufgewärmte Kamellen sind. Ne? Also, wie ihr auf meiner Farm seht, die gab es schon, die gab es auch mit einem Fehler, sodass man sie doppelt bekommen hatte. Das heißt, manche Leute haben sie jetzt dreifach. Ja. Man hätte vielleicht wieder Buchstaben machen können, aber in einem anderen Design. Oh, kam da gerade eine Nachricht, muss ich rausschneiden. In einem anderen Design, ja, hätte man machen können, aber das wäre Arbeit gewesen. Ja, aber trotzdem, coole Sache, ich mag die Buchstaben. Die Buchstaben sind wahrscheinlich mit eins der coolsten Sachen. So, dann haben wir hier Spargel. Und Spargel, und guckt mal an der Seite die Deko, die man dann zehnfach bekommen hat. Ich habe in einem Mitgliedervideo, hat man tatsächlich gesehen, wenn man jetzt Dekos bekommt, steht da teilweise zweimal, dass man es zweimal bekommt, und wenn man drauf drückt, kriegt man es nur einmal. Und bevor das Update da war, stand immer eins da und man hat zwei bekommen. Es ist irgendwie auch noch ein bisschen verbuggt. Spargel, so an sich ein cooles Produkt, weil es passt wenigstens in unsere Gefilde. Also es ist besser als Kokosnuss und Pensionsfrucht oder was die da alles haben. Diese ganzen Schwachsinnssachen, die vielleicht auf einen anderen Kontinent gepasst hätten. Also quasi, wenn man eine andere Farm gemacht hätte, das wäre halt ein cooles Update gewesen. So Tropical Island, dass man quasi mit einem Flugzeug oder was weiß ich irgendwie zu einer anderen Insel, die man auch aufbauen kann. Quasi nochmal von vorne, nur mit neuen Maschinen, Produkten und so weiter. Das wäre richtig cool gewesen. Ja, jetzt muss ich da auch wieder was rausschneiden. Ich muss diese Einblendungen wegschneiden. Das ist doch scheiße. Das ist doch Scheibenkleister. So, jetzt gehen wir aber weiter. Gucken wir noch mal ein Stück. So, genau, das ist der Spargel. So, das sind die Produkte. Oh, noch mal ganz kurz. So, das sind die Produkte. Ja, für die Suppenküche, für die Waffelmaschine die neue. Wobei das irgendwie ein bisschen eklig ist. Also Breakfast Waffels. Puh, das ist schon. Also Spargel mit Waffel und Ei drauf und Speck. Muss man mögen, glaube ich. Muss man mögen, weiß ich nicht. Eine Quiche ist gut. Und ganz klassisch mit Schinken oder Speck halt, hier in dem Fall. Der Spargel, so wie wir es bei uns halt auch hier essen. Das ist gut, ne? Produkte sind solide, gut, bis auf die Waffel. Man hätte die Waffelmaschine auch weglassen können. Finde ich die Produkte gar nicht mal schlecht. Ja, finde ich ganz gut, sagen wir mal. So, Omelettstation. Was soll ich zur Omelettstation sagen? Es ist halt einfach eine Ape, wie es aussieht. Ja, es ist tatsächlich eine Ape, nicht richtig, ne? Muss da mal gucken. Ja, es ist keine richtige Ape. Also, weil der Reifen hinten ist viel größer als vorne. Sonst könnte es tatsächlich eine Einaugenape sein. Auf der einen Seite hat sie zwei Spiegel, auf der anderen Seite keinen. Also, ist ein bisschen komisch gemacht. Auch das Aufgeklappte ist einfach länger als wie die. Gut. Muss man sich nicht überstreiten.
ist trotzdem irgendwie cool. Aber auch nur, weil mein Herz bei Ape ist. Also ihr wisst, ich mache Ape-Reisen. Ich habe einen Kanal, wo ich mit der Ape durch Länder reise und so. Genau mit so einem Gefährt. Ja. Deswegen, ich mag es. Ich finde es ganz cool eigentlich. Und eine Omelette-Station finde ich auch besser als die anderen Quatschmaschinen, die es gab. Aber es ist halt auch wieder eine Maschine. Und eine Maschine brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Produkte, wir brauchen keine Maschinen, wir brauchen keine Pflanzen. Bitte macht mal eine Umfrage und schaut, was eure Spieler möchten. Die möchten das nicht. Es ist einfach so. Also die wenigsten. Es gibt bestimmt welche, die das möchten, aber fast niemand. Weil keiner mehr durchblickt. Einfach zu viele Produkte. Ihr macht das Spiel damit kaputt. Es wären andere Modis, andere, wie gesagt, diese Tropical Island Sache. Da würden sich sicher Leute freuen. Und wenn man nicht drauf steht, kann man es ja auch weglassen. Deswegen wäre es halt echt cool gewesen. So, wir gucken mal weiter. So, das sind die Omelette-Sachen. Ja, klassische Omelettes. Sind halt auch wieder drei Produkte, ne? Da sind drei Produkte, von eben sind vier Produkte. Das heißt, es sind sieben neue Produkte. Und ich habe Produkte normalerweise 30 immer in der Dings. Das heißt, 7 mal 30. Huiuiuiuiui. Es ist zu viel. Das sind 250 Plätze oder so, die ich jetzt wieder mehr brauche. Ich komme nicht hinterher. Ich komme nicht hinterher. Ich werde das Update nachher noch bewerten von 1 bis 10 Punkten. 10 wäre das Beste. So, hier gibt es neue Tiere. Da frage ich mich halt auch, wo soll das alles enden? Es sind zu viele Tiere auch mittlerweile. Also die einen Tiere, okay, das kann man noch so halb verkraften, aber auf dem Zoo. Die Leute haben ja gar keine Chance mehr, die Tiere überhaupt noch zu kriegen. Das ist ja viel zu viel. Viel zu viel zu viel. Manchmal ist mehr. Nee, weniger mehr. Also nicht immer mehr ist gut. Ne? Birthday Party. Okay, das ist halt. Jetzt kommt, glaube ich, ein Event, das ist ganz cool. Ja, da ist es. Das ist ein Event, das ist, glaube ich, ganz cool, weil da kann man spielen und dann kann man Punkte holen. Da oben sieht man irgendwas, wie viele Punkte man für welche Sachen bekommt oder so. Das ist ganz cool. Sowas kann man machen. Jedoch die Belohnungen da unten. Ja. Gut. Geschmackssache. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, oh mein Gott, die armen Enten. Die armen Enten da. Also, oh mein Gott, die Hunde mit der Maske. Das erinnert mich an. Ich habe von Steuerung F auf YouTube so eine Reportage gesehen über Leute, die so mit Hundemasken rumlaufen. Daran erinnert mich das gerade ganz extrem. Und auch ansonsten, also, Ja, es bewegt sich immer mehr ins Kindische, das Spiel. Also es ist ein Kinderspiel, war es schon immer ein Kinderspiel, aber es wird immer kindischer. Man merkt es ja auch mit dem, was war das? Dem Layout. Das neue Layout ist einfach kindischer gestaltet und die Zielgruppe ist wirklich, man merkt es einfach ganz extrem, ein jüngeres Publikum. Und ist das cool? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich mache übrigens mal einen Screenshot hier. So.
Ich weiß es nicht, ob es cool ist. Ich persönlich und meine Meinung finde es nicht cool. Leider gibt es keine guten Alternativen zu dem Spiel. Sonst würde ich es spielen. Also Township hat leider auch noch schlimmer alles kaputt gemacht. Ich spiele aktuell auf Kamikaze Ente ein neues Farmspiel. Sowieso Adventure. Guckt einfach mal rein. Bermuda Adventure. Kamikaze Ente, reinschauen. Heute ein Let's Play hochgeladen von. So. Schrecklich, schrecklich. So. Das war's, glaube ich, im Großen und Ganzen. Okay, man kann wieder Geschenke ab. Oh. Okay. Diese Sachen hier kosten ja auch noch zusätzlich Geld, glaube ich, ne? Also das hat man mir zumindest gesagt. Die gibt es nicht umsonst geschenkt oder so, wie man es erwarten würde zum Geburtstag. Wenn ein Spiel Geburtstag. Oh. Wie ich den Greg einfach mit Pause. guckt so voll komisch. Wie man es erwarten würde, wenn ein Spiel Geburtstag hat, dass es sagt: Hey, 11 Jahre, liebe Spieler, hier, guckt mal, für euch. Party. Nee, die muss man teuer kaufen, glaube ich. Das ist auch ziemlich uncool. Mir juckt die Nase ziemlich, Entschuldigung. Also auch ziemlich uncool. Davon abgesehen, dass es wirklich grauenhafte Designs sind. Also wirklich. Sie sind wirklich absolut unterirdisch. Ich weiß nicht, wer. Ich meine, mich gucken Ältere. Ich kann das hier sagen. Das Haus sieht aus wie ein Swingerclub. Ne? Also es ist einfach so. Der Robin dürfte sowas nicht sagen. Der hat einfach viel zu viel junge Zuschauer, aber bei uns, wir können das sagen. Also sieht aus wie ein Swingerclub. Es ist nicht schön. So, das war's. Ja. Von einer 1 bis 10 bin ich hier tatsächlich bei. Einer 4. Minus. Also dieses eine Event gefällt mir, wo man ein bisschen spielen kann. Ist noch die Frage, wie gut das ist, ne? Aber ist schon mal gut, das ist was anderes. Scheint nichts zu sein, was wiederkehrt, aber trotzdem, ich finde es ganz cool. Ich finde die Ape ganz cool. Ich finde, die Pflanze passt wenigstens zu uns, ne? Also Spargel kann man gut machen. Ansonsten ist das Update genauso unspektakulär wie alle anderen Updates leider. Trotzdem 4 von 10. Ich denke, damit ist es noch echt gut bewertet. Schreibt gerne mal eure Bewertung in die Kommentare. 1 ist absolut Mülltrash und 10 ist top. Top, cool, perfekt. Besser geht nicht. Und damit bin ich raus. Wir sehen uns dann bei einem nächsten Let's Play. Wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr auch gerne Kanalmitgliedschaft abschließen. Da kommen auch manchmal Videos. Ciao.